Heute machen wir alle Einwände gegen die Frau im Islam in... Ihr müsst mal auf die Uhr gucken. Ich mache das heute ganz kurz, okay? Inshallah. Okay? Wer stoppt die Zeit? Das sind neun Punkte sind es. Neun Punkte, okay? Neun Punkte. Okay. Auf die Plätze. Fertig, los. Okay. Erster Vorwurf. Warum darf der Mann vier Frauen heiraten, die Frau aber nicht? So. Wir sagen erstmal, in Deutschland kann keiner was damit, kein Problem damit haben, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Das Problem liegt mehr, warum darf der Mann vier Frauen heiraten, die Frau aber nicht? Weil hier ist es ja auch normal, dass zum Beispiel manche Leute in den Swingerclub gehen. Kennt man ja, ne? Gabi und Hans-Peter gehen in den Swingerclub. War mal eine Abwechslung gewesen. Also geht es darum, warum darf die Frau keine vier Männer heiraten? Wir sagen, der Mann darf gar keine vier Frauen heiraten im Islam. Stimmt gar nicht. Der Mann darf nur vier Frauen heiraten, wenn er sie gerecht behandelt. Und die Frau kann nicht vier Männer auf einmal gerecht behandeln. Punkt 1. Punkt 2. Schlagen der Frau. Hier sagen wir ganz einfach erstmal, unser Vorbild ist der Prophet a.s. Und er hat nie eine Frau geschlagen. Und er hat gesagt, der Beste von euch ist der, der die Frauen am besten behandelt. Bupp. Dritte Sache. Erbe. Die Frau, die Schwester erbt die Hälfte vom Bruder. Warum? Wenn du heute hier zum Sozialamt gehst, ja, und du hast 10 Kinder, kriegst du mehr Geld vom Sozialamt als jemand, der ein Kind hat. Warum? Du hast eine größere finanzielle Verpflichtung. Und der Mann hat eine größere finanzielle Verpflichtung, der Bruder hat eine größere finanzielle Verpflichtung als die Schwester, deswegen kriegt er auch mehr vom Erbe. Vierter Punkt. Warum darf ein Mann eine christliche Frau heiraten oder eine jüdische Frau heiraten? Übrigens, Gelehrte sagen, nicht in Darul Kufr. Und Gelehrte sagen, nur wenn sie Muhsanat ist, wenn sie eine keusche Frau ist. Warum darf die Frau keinen Juden oder Christen heiraten? Ganz einfache Antwort. Wir dürfen eine keusche jüdische oder christliche Frau heiraten, weil wir an alle Propheten der Juden und Christen glauben. Wenn der Jude oder der Christ jetzt an alle Propheten von uns glaubt, dem Christen fehlt nur noch Mohammed, dann darf er auch die muslimischen Frauen heiraten. So, habt ihr den Witz nicht verstanden oder wie? Okay, weiter im Punkt. Scheidung. Es wird erzählt, die Frau kann sich nicht scheiden lassen. Das ist falsch. Die Frau kann sich auch scheiden lassen, da gibt es nur bestimmte Bedingungen für. Nächste Sache, in der Hölle, der Prophet war, er hat die Hölle gesehen und die Mehrheit der Höllenbewohner war Frauen. Ja? Erstmal, es gibt Gelehrte, die sagen, es gibt mehr Frauen in der Hölle und mehr Frauen im Paradies. Aber die Sache ist folgende, es gibt, soweit ich weiß, zwei Geschlechter, richtig? Gibt es noch ein drittes? Zwei Geschlechter. Das heißt, wer die Mehrheit in der Hölle ausmacht, ja, rein theoretisch könnte es entweder sein, dass beide gleich viel sind, oder dass mehr Männer in der Hölle sind als Frauen, oder mehr Frauen als Männer. Aber das Ergebnis im Endeffekt wird dort sein, dass dort mehr Frauen sind als Männer. Wie viele, weiß keiner. Kann sein, eine Frau mehr als Mann, als die Männer. Eine Frau mehr als Anzahl von Männern. Das heißt in keinster Weise eine Diskriminierung der Frau, sondern hier wird nur das bestimmt, was das Endergebnis ist. So, nächster Punkt. Was haben wir noch? Zeugenaussagen. Welche Frau? Frau mit Kindern? Die Frau mit den Kindern, die gerade den Islam... Ihr müsst kurz Pause machen. Ne? Die Frau mit den Kindern, die Islam angenommen hat, hier wurde ein Geschenk für sie aufgegeben. Ja? Okay. Die von so weit hergekommen ist, von Nordrhein-Westfalen. Okay, wir sind bei Zeugen der Frau. Ja? Wir machen weiter. Hier. Ich habe hier ein Buch, Gustav Le Bon, Psychologie der Massen. Ja? Ich muss wissen, wie die Medien funktionieren. Ja? Hier schreibt er auf diesem Buch, geht es um Frauen und Zeugnis. Er sagt hier, dass von der Natur der Frau, dass es öfter vorkommt als bei Männern, dass sie in bestimmten Fällen unter Stresssituationen ein falsches Zeugnis abgeben. Das ist ein Psychologe, ein französischer renommierter Psychologe gewesen. So, und übrigens ist es falsch, dass das Zeugnis der Frau nur die Hälfte des Zeugnisses des Mannes wert. Es ist falsch. Nur in bestimmten Fällen. In manchen Fällen löst das Zeugnis einer einzigen Frau das Zeugnis von drei Männern auf. Wenn eine Frau beispielsweise des Ehebruchs beschuldigt wird und es gibt drei Zeugen und die Frau sagt, nein, habe ich nicht gemacht, dann kriegen die Männer sogar Ärger. Und wenn sie unschuldigerweise oder unberechtigterweise des Ehebruchs beschuldigen, dann kriegen sie sogar Peitschenhiebe, die Männer. Im Islam, für die Verfassungsschützer. Wo sind die überhaupt? Seid ihr hier? Wo seid ihr? Siehst du, die haben Angst vor mir. Okay, nächster Punkt, was haben wir noch? Nimm mal bitte. Hijab.
Dann haben wir noch Hijab. Der Hijab, ja, die Frau muss Kopftuch tragen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Der Mann muss Bart tragen, die Frau muss Hijab tragen. Der Bart ist Hijab für den Mann. Jeder muss was anderes machen. Da kommen wir nachher noch zu. Dann, nächster Punkt, was haben wir noch? Ach ja, es steht im Koran, dass der Mann eine Stufe über der Frau steht. Sure 4, Vers 34. Was sagen wir dazu? Da sagen wir zu, liest das mal richtig im Kontext. Der steht eine Stufe höher in der Verantwortung. Wer will schon am jüngsten Tag mehr Verantwortung haben? Da ist die Frau bevorzugt. Die hat weniger Verantwortung am jüngsten Tag. Wie lange hat das gedauert? 5 Minuten ungefähr, Alhamdulillah.